Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt unerklärliche Phänomene. Habt ihr so etwas in eurem Leben schon einmal erlebt? Hattet ihr zum Beispiel schon mal eine Geisterscheinung? Oder hat euch jemand präzise, aber wirklich sehr präzise die Zukunft vorhergesagt? Oder ist in eurem Leben, in eurem Alltag schon mal irgendetwas geschehen, worauf ihr euch überhaupt keinen Reim machen könnt? Ihr, die ihr vielleicht ganz rational und naturwissenschaftlich ausgerichtet seid und denkt, euch ist vielleicht irgend so etwas passiert, was so mit den Kriterien der Logik nicht greifbar ist. Wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann ruft mich an 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Wir können ja vielleicht auch ein bisschen über Uri Geller sprechen. Der ist ja gerade wieder groß so in der Öffentlichkeit. Und würde auch gerne eure Meinung dazu erfahren. Ist das alles Trickserei und Humbug? Oder glaubt ihr wirklich, dass da eine übernatürliche Kraft hintersteckt? 0800 220 50 50. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Martin. Martin ist 42. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Martin. Was ist dir Unerklärliches widerfahren? Ja, also ich muss vorausschicken, dass ich bis vor etwa 4 Jahren ein erfolgreicher Geschäftsführer gewesen war, also wirklich ein rational denkender Mensch im Finanzwesen tätig. Ja. Ich war zwar immer gläubig, aber nicht irgendwie esoterisch angehaucht, also hatte eigentlich keinen großen Bezug dazu. Mhm. Es ist dann so weit gekommen, ich habe mich buchstäblich fast zu Tode gearbeitet. Ich bin dann eines Tages zusammengebrochen, Nervenzusammenbruch, Burnout, war dann eine Zeit lang in einer psychiatrischen Klinik, wo man mich stabilisiert hat. Während des Klinikaufenthalts kam dann auch noch gleich noch die Scheidung mit 3 Kindern im Hintergrund, wo ich dann einfach feststellen musste, dass mich meine Frau eigentlich nur wegen des Geldes und wegen meiner Anstellung auch Mann geduldet hat und wo ich dann zusammengebrochen war und den Job verloren hatte, war sie weg. Nichts mehr wert war. Ah ja. Wie hart. Und ich bin dann einigermaßen, aber wirklich einigermaßen stabilisiert aus der Klinik entlassen worden, habe mich dann versucht, ein bisschen ja quasi auf die Beine zu bringen. Mhm. Aber ich vergesse diesen Tag nie, das war der 7. Oktober 2006. Da suchte ich einen Ort auf, wo ich mich aus 20 Meter Höhe in die Tiefe stürzen wollte. Also die Verzweiflung war so groß und ja. Die Stabilisierung in der Klinik hat dann auch nichts mehr genutzt. Du wolltest dir das Leben nehmen. Ich bin dann zurückgefallen und die Frau hat mir dann auch noch quasi die Kinder völlig vorenthalten. Also ich konnte die Kinder nicht mehr sehen und also wirklich das Schlimmste vom Schlimmen. Also du warst am 7.10.2006 völlig am Ende. Ich war völlig am Ende. Ich muss noch sagen, zusätzlich ist noch das im Hintergrund, dass ich als 6-jähriger Junge in einem Kinderheim missbraucht worden war. Mhm. Das habe ich auch jahrelang in mich hineingefressen und verdrängt. Das kam dann alles auch zum Vorschein. Ja. Und wie gesagt, da war einfach der Punkt da, wo ich eigentlich nicht mehr weiterleben wollte. Ich wollte mich dann von 20 Metern Höhe hinunterstürzen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich kann mich an diese Nacht erinnern, das war absolut windstill, diese Nacht, eine wunderschöne Nacht, keine Winde, nichts, und ich nahm dann Anlauf und wollte mich über die Anhöhe hinunterstürzen. War das ein Felsen oder was war das? Eine Art Felsen, ja. Ja. Eine Art Felsen war das. Und in dem eigentlich ein Meter vor dem Abgrund, wo ich wirklich mit Anlauf hinunterspringen wollte, hat mich eine Windböe erfasst. Und zwar eine dermaßen starke Windböe, die hat mich richtig 3 Meter nach hinten gedrückt und zu Boden gestürzt. Und ich war da noch total verwirrt. Ich konnte mir das nicht erklären, was das genau war. Du hattest gerade gesagt, wenn ich richtig zugehört habe,
dass es relativ windstill war. Es war absolut windstill. Das war nur diese eine Windböe. Ja. Genau in dem Augenblick, wo ich mich hinunterstürzen wollte, hat mich diese eine Böe erfasst. Und das heißt, das muss schon eine sehr kräftige Böe sein, wenn sie einen Mann, der Anlauf genommen hat, ja, zurückschmeißen kann. Also Anlauf, ich bin nicht gerannt, ich bin einfach schneller gelaufen. Na gut, aber immerhin. Abgrund zu. Ja. Und in dem Augenblick kam diese Windböe und drückte mich richtig auf den Boden hinunter. Mhm. Und ich ging dann ziemlich verstört nach Hause. Ich weiß heute noch nicht genau, wie ich nach Hause gekommen war. Ich ging nur noch ins Bett, ich war total verwirrt. Nachdem das passiert war, war dir klar, dass du nicht nochmal neu einen Anlauf nimmst? Ja. Das war in dem Moment für dich sonnenklar, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Mir war klar, es war etwas Höheres im Spiel. Innerhalb von Sekunden ist dir das klar geworden? Genau. Und in dieser Nacht dann, also in der gleichen Nacht, nachdem das passiert war, habe ich dann geträumt und dann habe ich in diesem Traum eine Vision gehabt und das war eine ganz konkrete Engelerscheinung. Und zuerst kam ein ganz helles Licht, ein ganz heller Nebel, so muss ich das beschreiben. Mhm. Eine Nebelschwade, aber ein ganz helles Licht im Hintergrund. Mhm. Und da war eine Silhouette erkennbar, ähnlich eines Menschen, aber es war kein Mensch, sondern einfach die Züge eines Menschen. Und die hat dann eine Fackel in der Arm gehabt und diese Fackel dann hin und her geschwenkt. In diesem Augenblick hat das dann ausgesehen wie Flügel eines Engels. Mhm. Und quasi mit der Fackel hat mich dieses Wesen zu verstehen gegeben, nein, so nicht. Du sollst leben. Ich soll leben. Du sollst leben. Das war, diesen Traum hattest du direkt in der Nacht nach diesem Vorfall. Genau. Mhm. Und und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht war, wurde aus einem rational denkenden Menschen, wurde ich irgendwie ferngesteuert. Ich begann mich in diese Materie zu vertiefen. Mhm. Lass mich mal unterbrechen. Ja. Nun könnte man ja denken, so beeindruckend das auch klingt, Es gibt ja immer wieder so Phänomene, dass auch wenn es windstill ist, irgendwie plötzlich eine Windböe auftaucht. Ja. Könnte es nicht einfach ein Zufall gewesen sein, dass da wirklich eine zufällige Windböe aufgetaucht ist, die dich zurückgedrückt hat? Ich dachte das zunächst auch. Ja? Ich dachte das zunächst auch. Und gerade bei mir, weil ich ja in der psychiatrischen Klinik war, hatte ich an mir die meisten Zweifel, ob ich mir das nicht nur einbilde, mhm, oder ob ich jetzt schizophren werde oder was auch immer. Mhm. Das Gefühl begleitet mich heute noch. Mhm. Aber ich hatte noch mehrere Erlebnisse danach. Also das letzte Erlebnis, das war vor etwa 3 Monaten. Nun kann ja sein, wenn du einmal auf den Trip gekommen bist, so etwas so zu deuten, dass man dann auch mehrere Erlebnisse hat, dieser Art. Ja, also ich begann mich, wie gesagt, ich sage jetzt mal aus heiterem Himmel, im sprichwörtlichen Sinne, begann ich mich für diese Thematik zu interessieren, mhm, begann Literatur zu lesen, mhm, begann mich mit Leuten zu treffen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Wobei, verstehe das nicht falsch, wenn ich das so ein paar Mal so kritisch hinterfrage. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wenn einem so etwas widerfahren ist, persönlich, das ist ja schon ein ganz elementares, existenzielles Erlebnis, was du da gehabt hast, dass man das auch dann in dieser Art und Weise versteht, wie du es verstanden hast. Das kann ich schon mir gut vorstellen. Ja. Deswegen will ich dir da auch gar nicht irgendwie was einreden, oder? Ja. Aber wie gesagt, ich habe dir jetzt nur eines genannt, oder? Ja, bist du denn? Wenn es nur bei diesem einen Erlebnis geblieben wäre, dann hätte ich es noch als Zufall abgestempelt. Aber erzähl noch ein Erlebnis. Ja, also wie gesagt, letztes Mal war ich im Büro, also in der Wohnung im Büro. Mhm. Mein Laptop war an, also ich muss dazu sagen, der Laptop war nur am Strom angeschlossen, der Akku war draußen, also der lief wirklich auf Strom. Mhm. Und dann muss ich noch dazu sagen, dass ich in einem Holzhaus wohne und aus diesem Grund überall Feuermelder installiert habe auf den Decken, wegen der Feuergefahr. Mhm. Und das war eine Nacht, wo ich mich wieder in eine Meditation begab. Inzwischen bin ich auch ziemlich stark mit dem Buddhismus verbunden, weil das sind wahre Meister der Meditation. Mhm. Und bin da auch immer wieder geschult worden jetzt. Und das war in einer Nacht, wo ich wieder meditiert habe. Und kaum, dass ich aus dieser, also ich hatte da auch eine Engelerscheinung in dieser Meditation. Und kaum war ich aus der Meditation raus, spürte ich eine Wahnsinnsenergie, also das vibrierte alles. Mhm. Und
dann gab es einen Stromausfall in der ganzen Wohnung, 10 Sekunden lang. Der Laptop komischerweise, den hat es nicht betroffen, der lief weiter, aber alles andere hat ausgeschaltet und parallel dazu gingen alle Feuermelder los. Obwohl in der Wohnung nicht geraucht wurde, kein Rauch vorhanden war, einfach von diesem Energiefeld. Ich nehme das jetzt mal so. Haben sich da gewisse Dinge. Ja. Ich nehme das jetzt mal so einfach so zur Kenntnis, wie du das gesagt hast. Habe Respekt vor deinen Gefühlen, die du damit verbindest. Und wie gesagt, wenn einem das selbst widerfahren wäre, würde man vielleicht auch ganz anders reagieren, als man vorher dachte. Zum Schluss noch eine Frage, Martin. Wie lebst du jetzt? Bist du wieder in deinem Beruf oder hast du was ganz anderes gemacht? Nein, also ich bin zurzeit noch krank geschrieben, weil der Arzt sagt einfach, dass die Belastung noch zu groß wäre, weil die Scheidung ist noch nicht durch. Das belastet mich noch ziemlich. Aber ich habe dieses Timeout dann bewusst auch dazu gewählt, dass ich mich mit der Angelologie befasse. Also ich studiere jetzt die Angelologie. Die was? Die Angelologie, das ist offiziell die Engelkunde in der Theologie. Okay. Würdest du sagen, dass es dir besser geht jetzt als früher? Es geht mir besser, aber ich habe, wie gesagt, das haben offenbar Medien, die Zugang in diese Welt haben das offenbar alle gemeinsam, das wusste ich auch nicht. Dass die Leute, die diese Gabe haben, eigentlich am meisten daran zweifeln, also am meisten das kritisch hinterfragen. Also nicht irgendwelche Schwärmer, die da davon schwärmen und sagen, ich habe das erlebt und so ist es, sondern die hinterfragen alles, die zweifeln an allem. Ja. Und das gehört auch zu dieser Schule. Verstehe. Lieber Martin, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und uns das für dich so gravierende Erlebnis in deinem Leben erzählt hast. Danke dir auch. Ich möchte dir noch ganz kurz noch was sagen, Domian. Ja? Erstens, deine Sendung ist fantastisch und du bist ein fantastischer Mensch. Danke. Und auch wenn du es vielleicht nicht glaubst, in dir wirkt auch ein Engel, wenn es dich wundernimmt, welcher. Das ist der Engel Terotiel, das ist der Engel der Nächstenliebe. Und du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Ich danke dir sehr, Martin. Von Herzen danke ich dir. Und alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Tschüss. Meine Lieben, unser Thema heißt ungewöhnliche oder unerklärliche Phänomene. Wenn ihr in eurem Leben so etwas mal erlebt habt, vielleicht so wie Martin es gerade erzählt hat, oder auch in einer ganz anderen Art und Weise, dass irgendwie etwas vielleicht sich bewegt hat, umgefallen ist, dass eine Geisterscheinung da war, dass ihr vielleicht konfrontiert wart mit einem Wahrsager, der euch ganz präzise vielleicht auch etwas aus eurer Vergangenheit erzählt hat, was er gar nicht wissen konnte oder die Zukunft sehr genau vorhergesehen hat. Wie auch immer, wenn ihr gerne mehr über solche Phänomene erzählen wollt, viele von uns erleben das ja, viele wiederum erleben es auch nicht und sagen, das ist alles Quatsch und das bildet man sich ein. Aber ich glaube, wenn man mal wirklich so etwas erlebt hat, dann denkt man schon auch etwas anders darüber. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist die Ute und Ute ist 42 Jahre alt. Guten Morgen, Ute. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist, Ute. Bitte? Ich sag schön, dass du da bist. Ja, danke. Und auch zu unserem Thema unerklärliche Phänomene. Ja, also ich habe meinen toten Vater gerochen und das ganz oft. Moment, was hast du gerochen? Ja, meinen toten Vater. Du hast deinen toten Vater gerochen? Ja, also meine Mutter, die starb, als ich damals 13 Jahre alt war. Die Mutter? Und ich hatte eine ganz, die Mutter. Und ich hatte eine ganz enge Bindung zu meinem Vater. Und mein Vater verunglückte zusammen mit meiner Stiefmutter im Dezember 2006 in einem Autounfall. Und das hat mich also ziemlich aus der Bahn geworfen. Also ich habe jetzt auch Termin für eine psychosomatische Klinik und also mir geht's recht schlecht. Und und nach seinem Tod war ich natürlich völlig down und ja, mein Vater hatte so ein Faible für Parfüms und Aftershaves und hat also immer nach Parfüm gerochen und in verschiedenen Begebenheiten, wenn ich geputzt habe oder wenn ich nur am PC gesessen bin oder auch auf der Arbeit, plötzlich habe ich ihn riechen können. Aber ganz extrem und ganz stark. Und also so, als würde er neben dir oder hinter dir stehen und hätte sich gerade frisch eingesprüht mit dem Zeug. Ja. Mhm. Ja.
Wie oft ist das vorgekommen schon? 20, 30 Mal. So oft? Ja. Hat das jemand anders auch schon mal gerochen? Nein, also ich habe mein Lebensgefährte oder auch meine Kinder schnell gerufen. Also es war meistens so, wenn ich allein war. Mhm. Und ich habe gesagt, riecht ihr das auch? Riecht ihr ihn? Und also die haben das nicht riechen können. Da könnte man ja jetzt die Vermutung haben, dass deine Trauer und deine Liebe zu deinem Vater eben so groß ist, dass das Gehirn, dein Gehirn, dir als Folge, als Teil des Trauerprozesses, diesen Geruch simuliert. Ich sag das mal jetzt so. Deswegen fragte ich danach, ob es jemand anders auch gerochen hat. Dass es eigentlich nur so in deiner Wahrnehmung stattfindet. Ja, ich kann es nicht erklären. Mhm. Ich weiß es nicht. Die anderen haben es nicht gerochen. Ich habe es ganz intensiv gerochen und das ganz oft. Und dann war es so an seinem ersten Todestag, am 16.12.2007, ging mir es dann so schlecht. Und ich war im Bad und urplötzlich war der Geruch wieder da. Und ich habe gesagt, Vater, jetzt nicht. Ich kann nicht. Hm. Und seitdem rieche ich ihn nimmer. Hm. Einerseits denke ich, mein Gott, wenn das jetzt tatsächlich war, das klingt bescheuert, aber ich glaube eigentlich gar nicht an diese Dinge. Hm. Wenn es jetzt tatsächlich so war, dass er, weil er eben gesehen hat, dass es mir so schlecht geht, dass er eben gekommen ist und wollte irgendwo in meiner Nähe sein, dass er vielleicht, ja. Die Male davor, die vielen Male davor, hat dich das gefreut oder eher geängstigt? Mehr geängstigt. Mhm. Mhm. Ich konnte mit dem gar nicht umgehen. Mhm. Glaubst du denn an ein Leben nach dem Tod? Ich weiß es nicht. Also ich habe mir da schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich bin mir unschlüssig. Mhm. Hat er daran geglaubt? War eigentlich so kein Thema. Nee, weiß ich nicht. Also auch kein besonders gläubiger Mensch, der. Ja, also, ich denke schon, dass er an Gott geglaubt hat, aber also jetzt jeden Sonntag in die Kirche, so war das. Interessant ist ja, dass nachdem du gesagt hast, entweder hast du es zu dir selbst gesagt oder zu wem oder was auch immer, jetzt nicht oder jetzt nicht mehr, jetzt nicht hast du gesagt, ne? Ja. War da jetzt nicht. Weil das der Todestag war? Oder warum hast du gerade an dem Tag gesagt, jetzt nicht? Weil es mir durch diesen Todestag eben dermaßen schlecht gegangen ist. Und ich konnte das Gefühl jetzt, dass er jetzt bei mir ist, oder dass ich ihn so intensiv rieche, das war noch der I-Punkt an dem Tag. Und interessant finde ich ja, dass das jetzt dann seitdem vorbei ist. Ja. Ist es für dich auch eine Erleichterung, dass du das dann nicht mehr wahrgenommen hast seitdem? Also ganz ehrlich gesagt, ich vermisse es jetzt fast. Jetzt vermisst du es? Ja. Obwohl es dir vorher Angst gemacht hat? Ja. Und jetzt denke ich, mein Gott, warum habe ich das gesagt? Ja, aber vielleicht ist es auch gut, Ute, dass du auch loslässt. Und dass du ihn auch loslässt. Ja. Indem du dir das vielleicht immer wieder wünschst, hältst du ihn ja auch bei dir. Und das ist ja nicht gut. Ja, ich muss lernen, damit klarzukommen. Es ist für mich unwahrscheinlich schwierig. Und Es ist für dich nicht gut. Das ist ja ganz, ganz klar, das wird ja jeder Psychologe sagen. Ja. Und wenn wir jetzt mal spekulieren, was der Tod vielleicht sein könnte, und dass es vielleicht doch irgendwie eine Existenz über dieses Leben hinaus gibt, vielleicht ist es auch nicht gut, wenn man die Toten zu sehr er umklammert und sie nicht gehen lässt. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht reden wie ein Pastor. Ich weiß es nicht. Ich sag's mal einfach so. Ja, das ist schön. Ich weiß es alles nicht. Ich muss lernen, mit der Tatsache umzugehen. Ja. Das ist mir schon klar und ich kann auch so nicht mehr weitermachen. Ich bin wirklich so am Ende meiner Kräfte. Ja, deswegen finde ich die Entscheidung auch sehr richtig, die du getroffen hast, dass du in eine psychosomatische Klinik gehst. Ja. Wann wird das sein? Am 4. März. Ah ja, das ist dann ja schon bald. Ja. Und für wie lange ist das geplant? Also man hat mir gesagt, durchschnittlich sind 6 Wochen. Mhm, ja. Ich muss es abwarten, ich lasse das alles auf mich zukommen. Ja, finde ich eine gute Entscheidung. Ja.
Wenn du möchtest, Ute, biete ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Ich denke, ich gehe meinen Weg mit der psychosomatischen Okay. Klinik. Okay, das ist ja gut eingefädelt bei dir, ja, und dann genau. Scheinst du in guten Händen zu sein und dann wird genau. Das auch so gehen. Ja, liebe Ute. Noch eins, ich sehe deine Sendung schon so viele Jahre. Ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwann mal dabei sein werde, aber als ich das Thema gehört habe, habe ich gedacht, ja, ich schreibe jetzt einfach mal eine Mail und mach weiter so. Ganz das war sehr gut, dass du geschrieben hast. Okay. Ich wünsche dir für den Klinikaufenthalt alles Gute und wünsche dir auch, dass du in deiner Trauerarbeit für dich weiter vorankommst, sage ich es mal so. Ja, das hoffe ich auch. Alles Gute, alles Liebe, Ute. Danke dir auch. Okay? Oh, vielen Dank, auf Wiederhören. Und jetzt begrüße ich herzlich die Rosemarie. Rosemarie ist 52. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Rosemarie. Was hast du denn an unerklärlichen Phänomenen erlebt? Ja, also mir ist Folgendes widerfahren. Ich bin 1982 mit meiner damals 4-jährigen Tochter mit dem Auto unterwegs gewesen. Wir wohnten damals in einer kleinen Ortschaft. Und die Stadt, zu der ich hin musste zum Kinderarzt, war so circa 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Und wie gesagt, ich hatte um 16 Uhr mit meiner Tochter damals einen Termin beim Kinderarzt und bin mit ihr losgefahren. Und so zwischen zwei Ortschaften kam ein Lichtstrahl vom Himmel. Und wie soll ich den erklären? Wie viel Uhr war das ungefähr? 16 Uhr, also gegen 16 Uhr. Ich musste zu 16 Uhr beim Kinderarzt sein, war 3:30 zu Hause losgefahren. Und gegen 16 Uhr ist das ungefähr gewesen, kurz vor der Stadt, kam dieser Lichtstrahl seitlich ins Auto rein und ich hatte das Gefühl, irgendwie zwingt mich jemand, dieses Auto anzuhalten. Und dann bin ich stehen geblieben mit dem Auto, habe auch den Motor abgestellt. Lass mich mal fragen, 16 Uhr? In welchem Monat? Im Sommer. Im Sommer. Im Sommer. Na, und ich bin also stehen geblieben, habe den Motor auch noch abgestellt. Daran kann ich mich aber eigentlich gar nicht mehr erinnern, dass ich den Motor abgestellt habe. Und ich kann mich auch nicht erinnern, ob in dieser Zeit, wo ich da stand, überhaupt ob da was passiert ist. Ich habe überhaupt keine Zeiterinnerung. Bin dann irgendwann wieder zu mir gekommen, habe mich umgedreht. Meine Tochter saß hinten in ihrem Kindersitz, gab keinen Mucks von sich, guckte mich nur an. Ich habe das Auto gestartet und bin in die Stadt gefahren zum Kinderarzt. Dann kam ich in diese Kinderarztpraxis und da sagte die Sprechstundenhilfe zu mir, das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein, Sie kommen 5 Minuten, bevor wir schließen. Und das war 18 Uhr, als ich da ankam. Mit anderen Worten, ich habe 2 Stunden mit meiner Tochter an dieser Straße gestanden. Ohne, dass du irgendeine Erinnerung hast? Ohne, dass ich irgendeine Erinnerung habe. Und das Kind hat nicht geweint? Nein, gar nichts. Überhaupt nichts. Und ein paar Tage später habe ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob es beim Haarewaschen war oder beim Schwimmen war oder in der Badeanstalt war, habe ich über dem linken Ohr eine Narbe gefunden. Die ist so groß wie damals ein Pfennigstück und ist ganz blank und da wachsen noch keine Haare drauf. Und diese Narbe habe ich damals meiner Mutter gezeigt und die kann sich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal gefallen bin, sodass sich da so eine Narbe gebildet hat. Ne? Und aber du hast jetzt doch nicht die Vermutung, dass irgendein außerirdisches Wesen dich entführt hat oder so? Man macht sich schon irgendwo seine Gedanken, weil ich weiß, dieser Strahl war da und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt mit jemandem darüber spreche, weil meine Tochter war damals noch zu klein. Und ich habe einen guten Freund gehabt, mit dem habe ich darüber gesprochen. Und der hat zu mir gesagt, erzähl das bloß keinem. Die Leute, die denken, du hast einen an der Waffe. Das heißt, du hast das auch in all den vielen Jahren kaum jemandem erzählt? Richtig, ich habe mit kaum jemandem darüber gesprochen. Als meine Tochter so einigermaßen das Alter erreicht hatte, um mit ihr darüber sprechen zu können, ich glaube, sie war 10 oder so, da habe ich ihr diese Geschichte erzählt und habe sie gefragt, ob sie sich an irgendwas erinnern kann, aber sie kann sich an gar nichts erinnern. Dann musst du ja mit großem Interesse in diese Artikel in der Zeitung verfolgen, die immer wieder auftauchen, sogenannten Entführungen, kurzfristigen Entführungen von wem auch immer. Ja, es sind auch in den ganzen Jahren immer wieder Dinge passiert.
Normalerweise, ich weiß es nicht, nicht jeder Mensch glaubt an Schutzengel. Aber seitdem das passiert ist, glaube ich an Schutzengel, weil es ist in den ganzen Jahren immer wieder irgendwas Schreckliches passiert. Ich habe 3 Kinder und Nicole hat, nachdem das damals passiert ist, einen Blinddarmdurchbruch gehabt. Ist ganz, ganz, also halb tot ins Krankenhaus gekommen und die Ärzte haben nach der Operation gesagt, ihre Tochter muss einen Schutzengel gehabt haben, weil normal hätte das kein Kind überleben können, Blinddarmdurchbruch. Beschreib mir nur noch mal kurz diesen, du bist auf der Straße gefahren und hast einen, obwohl es Hochsommer war, am Nachmittag einen, schien die Sonne denn überhaupt oder was grau? Die Sonne schien direkt gerade in mein Auto rein, ich hatte die Sonnenblende runtergebracht. Ja. Und von der Seite kam dieser Strahl und der schien direkt in mein Gesicht. Und der Strahl kam aus dem Himmel? Ja. Nicht irgendwie, dass irgendein Scheinwerfer... Direkt aus dem Himmel. Ich habe hochgeguckt in diesen Strahl rein, als wenn es eine Taschenlampe ist. Und von dem Moment an kann ich mich an nichts mehr erinnern. Überhaupt nicht. Nun ist völlig egal, was da jetzt passiert ist. Es ist für dich ein einschneidendes Erlebnis. Ja, richtig. Das ist jetzt 1982, hast du gesagt, ist das passiert. Ist ja schon eine ganze Weile her. Ja. So ganz, ganz einfach gedacht, was glaubst du denn? Oder sagst du einfach, ich weiß nicht, was passiert ist? Ich kann es gar nicht genau sagen. Also wie gesagt, es passieren zwischendurch Dinge, wo mir das immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Ob da damals irgendwas passiert ist, eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, dieser Strahl mich nach oben geholt hat oder so. Man macht sich so merkwürdige Gedanken darüber. Aber jetzt vor einigen Tagen zum Beispiel, um nur eins der Dinge zu nennen, bin ich mit unseren beiden Hunden draußen gewesen. Ich gehe nachts um 12 immer noch mal die letzte Runde und habe am Himmel ganz viele leuchtende Flecken gesehen. Und als ich mich dann so ein bisschen konzentriert habe auf diese Flecken, sind die immer blasser geworden. Es waren ungefähr, ich schätze mal so 10, 15 Stück, die sich auch bewegten am Himmel. Ganz gut, nah beieinander. Da wird es wahrscheinlich viele und klare Erklärungen geben, wenn man sich ja mit einem Fachmenschen drüber unterhält. Ja. Diese Narbe finde ich seltsam hinter deinem Ohr. Die Narbe finde ich auch seltsam. Das finde ich seltsam, wenn deine Mutter sagt, du hattest nie eine Narbe und du selbst auch, du warst eine erwachsene Frau und sagst, ich habe da nie eine Narbe gehabt. Das finde ich merkwürdig. Ich habe diese Narbe einem Arzt damals gezeigt und der hat gesagt, also diese Narbe kann eigentlich nur passiert sein, indem ich auf einen spitzen Gegenstand gefallen bin. Ne? Und es muss ein richtiges kleines Loch gewesen sein, weil sich da drüber eine ganz dünne Haut nur noch gebildet hat und da dann halt keine Haare mehr gewachsen sind. Ne? Also ich höre daraus, wie du das so erzählst und auch gerade die Erscheinung am Himmel beschrieben hast, dass du vielleicht irgendwie das durchaus für möglich hältst, dass du in den Händen von anderen Wesen warst. Ja. Und man hat halt nie darüber gesprochen. Was sagt deine Tochter heute? Sagt die Mutti, du spinnst? Oder sagt die? Nein, meine Tochter glaubt daran. Meine Tochter glaubt mir das. Ich habe auch mit meinen Söhnen und mit meinem Mann darüber gesprochen. Die glauben mir das auch alle. Nur es kann sich keiner erklären, was in diesen 2 Stunden passiert ist. Ne? Hast du... seitdem das passiert ist, irgendwie mehr Angst oder gehst du mit mehr Zuversicht durchs Leben? Du hast gerade von Engeln gesprochen, du hast das Gefühl, gehst du mit mehr Zuversicht durchs Leben oder hast du Angst, dass vielleicht nochmal irgendwas so Merkwürdiges passieren könnte? Ich habe eigentlich gar keine Angst. Ich habe zu wenig Angst. Ich bin 20 Jahre Taxi gefahren, 14 Jahre davon nachts. Und ich war damals die erste Frau, die nachts in unserer Gegend Taxi gefahren ist und die Leute haben auch immer gesagt, ich verstehe es nicht, hast du überhaupt keine Angst nachts durch die Gegend zu fahren, es kann doch immer mal was passieren, ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Auch heute nicht. Hast du denn mal nachts im Dunkeln spazieren gehen, das macht mir nichts aus. War das vorher, vor diesem Vorfall anders? Ja. Ich war immer ein ängstlicher Mensch. Hast du denn mal im Internet so Kontakt aufgenommen mit Leuten, die auch so, es gibt ja schon immer wieder diese Berichte ähnlicher Art, die so etwas auch erlebt haben? Hast du Kontakt aufgenommen? Na, das Problem ist, ich habe mich mit dem Internet noch nie so befasst. Ach so. Jemanden drum bitten, gut, ich könnte meine Söhne oder meinen Mann drum bitten, aber ich denke drüber nach, das vielleicht doch mal zu tun, weil interessieren würde mich schon mal, ob jemand anderes sowas schon mal erlebt hat. Ne? Weil es beschäftigt mich auch die letzten 20 Jahre noch. Es gibt mir einfach keine Ruhe, ne? Also soweit ich weiß, gibt es weltweit Menschen, die solche Erlebnisse hatten. Ich meine sogar in Deutschland auch, bin nicht ganz sicher.
Und man hört es immer wieder. Ja. Ja, wie auch immer, was auch immer passiert ist, letztendlich hat es eine gute Folge, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Du gehst angstloser durchs Leben und das ist, finde ich, schon mal von großem Vorteil. Ja, denke ich auch. Ja. Meine gut, es kann auch Nachteile haben, aber für mich ist es einfach von Vorteil. Ich finde es gut, ich kann rausgehen und ohne, dass ich Angst habe. Mhm. Und habe auch versucht, meine Kinder ohne Angst zu erziehen, also dass sie nicht so ängstlich sind. Mhm. Und ich denke, dass... Liebe Rosemarie, danke für deinen Anruf und auch danke, dass du uns das erzählt hast. Vor allen Dingen, wo du sagst, dass du es noch nicht sehr vielen Leuten erzählt hast, weil man immer Angst hat, die Leute sagen, na, die spinnt ja, oder was reimt die sich da zusammen? Mhm. Danke sehr für deinen Anruf. Ja, einen schönen Abend noch. Tschüss. Ja, dir auch. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Dominik ist hier. Dominik ist 22. Guten Morgen. Hi, Domian. Dominik. Unerklärliche Phänomene. Genau. Und zwar habe ich eigentlich ein Phänomen von meinem Opa. Also der ist verstorben vor 4 Jahren. Mhm. Und ich weiß nicht, letztes Jahr oder vor 2 Jahren, freitags der 13., da ist halt, ja, was Unerklärliches, Komisches passiert. Ich habe es nicht verstanden. Der ist vor 4 Jahren verstorben und vor 2 Jahren ist etwas passiert. Genau, mhm. Genau, freitags am 13. Ach so, Freitag am 13., hatte ich nicht verstanden. Mhm. Genau. Mhm. Und zwar, wir haben eigentlich als Familie, jeder hat so ein kleines Bild, also was heißt klein, so 10x15 groß ungefähr, mhm. wo Gesicht und Hals drauf zu sehen ist. Mhm. Und ja, damals kam halt total meine Mutter aufgelöst zu mir rüber in meine Wohnung und wollte halt mein Bild sehen. Mhm. Und habe ich erstmal gefragt, ja, worum geht's denn? Ich habe es dann erstmal zwischen meinen Papieren raussuchen müssen, mhm. dass ich ihr zeigen kann. Da hat sie mich halt gefragt, ob mir irgendwas an diesem Bild auffällt. Mhm. Und ich habe halt ihr gesagt, ja, dass der Hals schwarz ist. Mhm. Und ja, auf jeden Fall habe ich halt ihr Bild mir angeschaut. Ich habe dann noch Onkel und Tante und so weiter angerufen. Das Bild war wirklich überall am Hals schwarz. Und das war vorher nicht am Hals schwarz? Nee, das war vorher nicht am Hals schwarz. Und ihr seid alle 100%ig sicher? Ja. Was heißt am Hals schwarz? War der, wie weit konnte man den Hals sehen? Eigentlich, sagen wir mal, bis zur Schulter vielleicht. Bis zur Schulter, also man konnte den gesamten Halsbereich sehen. Genau. Und der gesamte Halsbereich war pechschwarz. Ja, okay, zum Kinn hoch wurde es leicht heller. Sprich, ja, eigentlich unten ziemlich schwarz und zum Kinn hoch immer ein bisschen heller. Und hatte denn deine Mutter dieses Bild irgendwo hängen an der Wand oder irgendwo stehen? Ja, ja, genau. Und ihr ist das an diesem 13., Freitag im 13. aufgefallen? Sie hat hingeschaut und hat gesagt, mein Gott, da ist ja ein schwarzer Hals. Ja, weil mir es jeden Tag also man schaut halt jeden Tag drauf, in einem Zimmer hängt, wo man jeden Tag draufblicken kann. Wie sah das denn aus? Sah das aus, als hätte sich das Papier verschwärzt? Oder sah das so aus, als wäre der Hals schwarz gewesen, als dein Opa fotografiert wurde? Schwer zu sagen jetzt eigentlich. Also es war nicht schwarz, als er fotografiert wurde, weil jetzt ist es auch nicht mehr schwarz. Jetzt ist es nicht mehr schwarz? Nein. Das hat sich eigentlich nach Freitag, dem 13., sprich so 14, 15 rum, sonntags war das Bild wieder ganz normal. Och. Also nicht nur eins, sondern mehrere? Genau, genau. Aber es wird halt zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt. Verstehe ich nicht. Es wird zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt? Ja, es hat ja mehrere von der Familie haben ja dieses Bild. Ja, ja, klar. Aber wir halten fest, genau an demselben Tag wurde das Bild bei mehreren Leuten wurde das Bild an der Stelle schwarz. Genau, genau. Und ein paar Tage später wurden die Bilder wieder von allen Leuten, die betroffen waren, wurde der schwarze Hals wieder normal. Genau, genau. Das ist ja spektakulär. Und ja, ich würde sagen, es lag wirklich am Druck vom Entwicklungslabor. Das würde ich nicht sagen, wenn es vorher jahrelang normal ausgesehen hat. Ja, habe ich mir auch gesagt, aber dann habe ich gesagt, wiederum, es wurde ja auch zu verschiedenen Zeitpunkten entwickelt, das Bild damals. Also so, dass man sagen konnte, es kann eigentlich nicht an diesem Ausdruck liegen vom Fotolabor. Nee, so wie du es jetzt beschrieben hast, kann es daran wirklich nicht liegen. Wenn ihr alle ein Bild hattet, egal wann das mal hergestellt wurde, und das Bild schon 1-2 Jahre da, bei deiner Mutter auf der Kommode stand oder so, und es normal aussah, und dann plötzlich ist der Hals schwarz, und bei dir auf deinem Bild auch. Und 2-3 Tage später ist er halt wieder normal. Ist das ja verrückt. Ja,
Also ich habe nie an irgendwelche Zeichen geglaubt, aber seitdem sage ich mir irgendwie, okay, es muss was dran sein an der Sache, dass es irgendwelche Zeichen doch gibt. Wobei das ist natürlich wie so ein Klischee, ne? Freitag und dann auch gleich der 13. Genau. Das war schon ein bisschen, das war nicht der Todestag. Nein, das war nicht der Todestag. Wie denkt ihr denn in der Familie darüber, über diesen Vorfall? Gute Frage eigentlich. Wir haben eigentlich da nicht mal groß drüber gesprochen. Na, das wäre bei mir aber Dauerthema. Wenn sowas passiert wäre, wenn das genau so passiert ist, wie wir das jetzt besprochen haben, finde ich das völlig abgefahren. Ja. Gibt's gar keine Mutmaßung, was da sein könnte. Wenn das bei einem Bild wäre, könnte man irgendwie denken, ja, irgendwas. Aber bei mehreren und dann zur gleichen Zeit. Ja, genauso wie bei meiner Mutter direkt am Todestag direkt auf die Todesminute eine Kerze ausging. Mhm. Neben dem Bild. Also irgendwie glaube ich seitdem schon irgendwie an manche Zeichen. Mhm. Hast du vorher eher nicht dran gedacht, dran geglaubt? Eigentlich fand ich das immer ja irgendwie unsinnig, will ich nicht sagen. Aber ich habe nicht 100% dran geglaubt. Ich verfolge das oft mit bei dir, wo Leute das erzählt haben. Mhm. Seit dem Moment sage ich eigentlich, doch, da muss was dran sein. So, wenn ihr in der Familie davon ausgeht, dass das ein Zeichen von wo und wie auch immer, vielleicht sogar von dem Opa war, was sollte dieses Zeichen bedeuten? Wie kann man es deuten? Gute Frage. Ich denke eher, das ist so als Zeichen, es geht ihm jetzt gut oder er hat keine Schmerzen oder, ja. Dann kriegst du den schwarzen Hals, also... Tja, aber da sind wir ratlos. Genau. Ihr habt es so erlebt und du hast es mir so erzählt und dafür danke ich dir sehr herzlich, Dominik. Jo, danke dir. Alles? Kriegst du eine Autogrammkarte von dir? Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke dir. Alles Gute, tschüss. Jo, ciao. Unerklärliche Phänomene, ihr Lieben, heißt unser Thema. Wenn ihr in eurem Leben so etwas schon mal erlebt habt, Dinge, auf die ihr euch keinen Reim machen könnt, so wie wir es gerade schon ein paar Mal gehört haben und ihr vielleicht eigentlich sogar von Natur aus eher so die Rationalen seid und die mit solchen Dingen nicht viel am Hut hatten, davor vielleicht, und ihr mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Nicole ist hier. Nicole ist 27. Guten Morgen. Hallo, Nicole. Guten Morgen. Nicole, was hast du erlebt? Also bei mir ist es so gewesen, mein Opa ist vor ungefähr 10 Jahren gestorben. Mhm. Mitten in der Nacht bin ich praktisch wach geworden, weil mein Zimmer eiskalt geworden ist. Und mein Opa stand wirklich wortwörtlich als Geist an meinem Bett und hat gesagt, tschüss Nicole, wir werden uns irgendwann mal wiedersehen und hat mir einen Backenkuss gegeben. Das war in der Todesnacht, in der Todesstunde? In der Todesnacht. Und 5 Minuten vorher, also 5 Minuten danach besser gesagt, ging das Telefon, mein Opa ist tot. War der Opa sehr schwer krank? Und er hatte Alzheimer gehabt. War das vorhersehbar, dass er dann in der Zeit oder vielleicht bald sterben würde? Nein, war noch nicht. Mhm. Er war bettlägerig, das weiß ich. Aber die Ärzte haben immer gesagt, er kann noch lange leben. Mhm. Ja. Du bist wach geworden? Ja, ich bin richtig wach geworden, weil mein Zimmer eiskalt geworden ist. Du bist sicher, dass du wirklich wach geworden bist und nicht, dass das ein Traum war? Nein, ich war wach. Welche Jahreszeit war das? Im Winter. Aber ich hatte Heizung angehabt, Fenster zu. Mhm. Und ich habe immer so gerne, wie jetzt, bei mir in der Wohnung richtig schön warm. Ja. Und du bist tatsächlich erstmal nur wach geworden davon, dass es im Zimmer sehr kühl geworden war. Sehr kühl geworden, ja, richtig ganz kalt. So wie soll ich sagen, so wie ich praktisch so letzte vor ein paar Tagen so richtig eiskalt draußen war. Ja. So war mein Zimmer. So, dann bist du wach geworden, hast du die Augen aufgemacht. Ja, mein Opa stand davor. Und genau in dem Moment stand auch schon der Opa am Bett. Ja. Wie stand der Opa da? So wie du ihn kanntest, als sah er aus wie ein realer Mensch oder wirkte er irgendwie... So richtig, wie soll ich sagen, wie real nicht, aber er stand vor mir. Er stand wirklich vor mir. Nun war es ja dunkel, du konntest ja nichts sehen. Er war hell. Bitte? Er war hell. Er war hell. Er war hell. Also der Opa hat geleuchtet. Ja. Das hört sich dem nicht an, aber der war wirklich hell wie ein, weiß ich nicht. Ich konnte ihn wirklich erkennen. Und dann hat er, sagt den Satz nochmal, den er gesagt hat. Nicole, wir werden uns wiedersehen. Ich verabschiede mich jetzt so ungefähr. Ich, ganz genau weiß ich ja auch nicht mehr, weil es schon so ein paar Jahre her ist. Es sind 10 Jahre jetzt eben her. Aber ich weiß, diesen Satz, den werde ich nie vergessen. Ich kriege bis heute immer noch Gänsehaut.
Und du sagst, er hat ja auch noch einen Kuss gegeben? Einen Kuss gegeben und den habe ich so richtig gemerkt. Und du hast ihn auch real auf deiner Haut gespürt? Ja. Du hast seine Lippen an deiner Haut, auf deiner Haut gespürt? Ja. Und dann verschwand die Gestalt sofort oder wie war das? Nee, so, dann hat er gesagt, ich gehe jetzt und dann ist er nach und nach verschwunden. Indem er weggegangen ist oder blieb er stehen und ist immer weniger geworden? Er stand wirklich vor meinem Bett und wurde immer weniger. Was hast du denn gesagt zu ihm? Papa, ich hab dich lieb, ich werde dich vermissen. Die Worte hast du noch rausbekommen? Warst du nicht so geschockt, dass du gar nichts sagen konntest? Nee, ich war erst am Anfang baff, aber dann hinterher, wo ich meinen Opa gesehen habe und sein Lächeln, was ich früher immer kannte, was ich ja eigentlich vorher nicht, kurz vor dem Tod nicht mehr gesehen habe. Also du warst in dem Moment, als du die Augen aufgemacht hast und ihn gesehen hast, nicht geschockt? Nicht geschockt, nein. Das war mein Opa, stand da. Na gut, aber es war tiefe Nacht und der Opa sollte eigentlich nicht da stehen, sondern der sollte da sein, wo er... Bitte? Er sollte im Bett liegen normalerweise, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe ihn ein paar Tage vorher gesehen und ich habe irgendwie gemerkt, dass irgendwie die Zeit doch abgelaufen ist. Also ich habe es für mich gesehen, weil ich ihn nicht mehr sehen. Ach so, für dich war schon klar, du hast es vermutet, dass er bald sterben wird. Ja. Mhm. Mhm. Konntest du danach wieder einschlafen? Nein. Nee. Ich musste am anderen Tag ja zur Schule, aber ich bin auch hingegangen, aber ich war seit, sag ich mal, 3 Häuser gestorben, ich war den ganzen Tag wach. Mhm. Er ist wie viele Stunden danach gestorben, sagst du 2 Stunden? Nachdem ich ihn gesehen habe. Ach nee, der Anruf kam 2 Stunden später, oder? Nee, der Anruf kam 5 Minuten später. Ach, der kam 5 Minuten später? Ja. Ah ja. Es war also jemand bei ihm, als er gestorben ist? Meine Oma. Ah ja. Und weil er auch verstorben ist. Aber da hast du nichts gemerkt? Nein. Nein. Und die Oma hat dich dann sofort angerufen, nachdem der Opa verstorben ist? Nee, bei meinen Eltern. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gelebt. Ja. Ich war ja gerade erst 17. Mhm. Ja. Ja, und wer hat er angerufen? Meine Oma. Die Oma. Und dann hat dir deine Mutter Bescheid gesagt? Ja, ich habe nur gehört, dass meine Mama gesagt hat, zum Vater, zieh dich an. Ah ja. Mein Papa ist tot, ja. So, jetzt ist für dich jetzt ganz, ganz klar, das war eine Erscheinung deines Opas? Ja. Oder könntest du auch, oder denkst du vielleicht manchmal auch, das ist so intensiv, mein Gefühl zu ihm und auch die Erwartung, dass er bald sterben wird, dass es einfach sowas wie eine Vision war, deinerseits? Nee, ich habe mit meiner Ärztin mich darüber auch gesprochen, damals, weil ich es ihr auch erzählt habe, weil ich nach dem Toten von meinem Opa natürlich auch fix und fertig war, obwohl ich wusste, dass er, ich habe es ja gemerkt, dass er stirbt irgendwann mal, aber die Ärztin sagt, das war real, sie glaubt auch daran. Sie hatte nämlich sowas auch schon mal gehabt. War das für dich hilfreich, dass du das so erlebt hast im dann darauf folgenden Trauerprozess? Ja, das war sogar sehr. Mhm. Ja, und ich glaube, insofern muss man da gar nicht weiter jetzt rumstochern, ob das nun real war oder ob das in deinem Gehirn stattgefunden hat. Mhm. Es hat eine große Wirkung für dich und das ist entscheidend. Genau, und ich bin auch froh, dass das irgendwie war. Das heißt, es war tröstlich für dich? Das war wirklich. Ich alle haben am Grab geweint und haben gesagt, wir haben ihn nicht mehr gesehen. Und konnte auch nicht so groß am Grab sagen, aber ich habe meinen Opa gesehen. Das war für mich ja auch irgendwie einerseits nicht schön, aber andererseits war es doch dann für mich alleine doch schön. War denn das Verhältnis so besonders und intensiv zwischen dir? Freundschaft. Opa war richtig mein Freund. Also ein ganz dickes Verhältnis. Ja. Mhm. Ich bin lieber von meiner Mutter zu den Eltern gegangen, wie ich von den Eltern von meinem Vater so rum. Haben das die Leute so in der Familie auch geglaubt, was du erzählt hast? Ja. Ja. Also es hat sich keiner ausgelacht? Nein. Nee. Das ist ja auch schon mal gut. Viele, viele runzeln ja die Stirn, wenn die sowas hören und sagen, naja, komm, hast du geträumt, Mädchen. Nee, das habe ich allen erzählt hinterher, also nach der Trauerzeit. Und dann sagen sie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Aber es ist schön, ein schönes Erlebnis. Ja. Und das werde ich auch nie vergessen. Und seitdem bin ich wirklich ganz anders. Seitdem glaube ich auch irgendwie daran. Ja, warst du vorher eher, hast du dir keine Gedanken gemacht und skeptisch? Ja, ich war richtig skeptisch damals. Weil viele haben gesagt, ach, es gibt ein Leben nach dem Tod oder irgendwie, das gibt nicht, also... Und ich glaube mittlerweile dran. Das müsste dir, wenn du das so verinnerlicht hast und du das so intensiv glaubst,
muss dir das ja eigentlich auch die Angst vor dem Tod genommen haben. Ja, hab mir auch. Mhm. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken, wie ich sterbe oder ich weiß nur, dass ich hinterher doch wieder zu meinem Opa komme. Mhm. Ungefähr, das hört sich jetzt dem nicht an, aber ich bin nicht dann alleine. Mhm. Zum Beispiel meine Oma, wo sie gestorben ist, hat mein Opa auch gesehen, bevor sie gestorben ist. Die hat ihn auch gesehen? Ja, sie hat gesagt, Franz, ich komm jetzt. Mhm. Ja. Nicole, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ja. Und uns das erzählt hast und wünsche dir alles Liebe. Ich dir auch, Damian, und deine Sendung ist super. Dankeschön. Ich wollte gerne ein Autogramm haben. Ja, rufen wir dich auch nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Robin. Robin ist 19. Guten Morgen. Morgen. Hallo, Robin. Hallo. Was hast du erlebt? Mir ist Folgendes passiert. Also ich habe, mein Leben hat sich im Prinzip vor ungefähr einem Jahr, also im letzten Herbst 2006, also vorletzter Herbst, hat sich mein Leben im Prinzip grundlegend geändert. Ich war vorher so ein, wie soll ich sagen, ich bin ziemlich offensiv mit Frauen umgegangen und so weiter. Ich habe also auch kaum Wert drauf gelegt, ob jetzt die Frau einen Freund hatte oder nicht, also das Mädchen, ich bin erst 19. Und ich hatte halt von meinem besten Freund die Freundin, mit der hatte ich halt was. Und dann bin ich bei dem zu Hause gewesen mit ihr und ihm auch und er musste in die Küche, weil er sich mit seiner Mutter über was unterhalten musste und für uns war das ein besonderer Reiz, uns da miteinander rumzumachen. Und dann kam er rein und hat es gesehen und ist halt total ausgerastet. So wie ich damals war, habe ich halt einfach versucht, irgendwelche Ausreden zu finden und habe dann dummes Zeug geredet eigentlich und das hat ihn nur noch wütender gemacht. Und dann hat er mich halt geschubst immer wieder, er hat dann auf den Balkon geschubst, er wohnt im dritten Stock. Und er wollte mich eigentlich nur gegen das Geländer schubsen, aber auf der linken Seite vom Balkon ist das Geländer locker. Oh je. Und dann ist es durchgebrochen. Ach du je. Und dann bin ich da runtergefallen und... Dritter Stock? Ja. Und wie viel Meter? Weiß nicht, 6 Meter vielleicht. Weiß nicht, wie das ist dritter Stock ist. Dritter Stock ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr, 6 Meter. Kann auch mehr sein, ich weiß nicht. Also Altbau, Neubau? Ja, Altbau. Altbau, dann ist es noch höher. Ja, und dann als ich da merke, wie das Geländer wegbricht, dachte ich schon... Habe ich mir unglaublich viele Gedanken durch den Kopf geschossen. Mhm. Habe ich halt so das Gefühl gehabt, eigentlich, ja, ich werde jetzt sterben. Und nicht der Moment, als ich aufgekommen bin, sondern der Moment, als ich da runterfalle, was ja nicht so lange war. Ja, das waren 10 Sekunden, aber ich glaube, dass einem da 1000 Bilder durch den Kopf jagen. Ja, ne? Ganz genau. Alles Mögliche geht mir dann durch den Kopf irgendwie und natürlich auch diese Sache und komischerweise kein Stück Wut dagegen, jetzt gegen den Freund von mir, ja. Max heißt der. Naja, so, und ich komm. Du bist aufgeschlagen unten, bist du auf Asphalt oder ja, auf ja, Wiese? Auf Asphalt. Richtig. Und bin dann da aufgekommen. Puh, wie schwer warst du verletzt? Das ist der Punkt. Ich komme auf, denke erstmal, ich bin tot wahrscheinlich und merke aber, dass ich nicht verletzt bin. Null. Überhaupt nicht. Ich habe mir die Hände etwas aufgeschrammt, mehr nicht. Ach. Und ich stehe auf, und denke vielleicht man hört ja so, dass durch das Adrenalin der Schmerz vielleicht weggehen kann, aber ja völlig weg. Deswegen bin ich auch relativ vorsichtig aufgestanden, aber ich stand da und hab gemerkt, das ist tatsächlich nichts gebrochen, überhaupt nichts. Und dann kommt der Max kam dann aus dem Haus raus, weil er natürlich total schockiert war. Er hat gedacht, er hat mich jetzt umgebracht und sieht auf, wie ich da stehe, und hat mich dann gefragt, ja, ist alles okay? Weil ich da ja wirklich so stand, als wäre alles okay, und ich meinte nur, ja, irgendwie schon. Und dann war tatsächlich eben alles in Ordnung und wir sind reingegangen, waren total schockiert. Also warst du wirklich nicht verletzt? Ja, überhaupt nicht. Und unfassbar. Und ja, und für uns war das ein total zusammenschweißendes Erlebnis, weil wir ja danach jetzt noch viel bessere Freunde geworden sind eigentlich. Also Vorfall war da vergessen? Ja, das war irgendwie, er war einfach nur überglücklich, dass es nicht passiert ist, dass ich da gestorben bin. Mhm. Ja, klar. Naja, sicher. Du hättest ja auch, du hättest tot sein können, du hättest aber auch schwerst verletzt sein können und vielleicht dein Leben lang behindert oder irgendwelche schlimmen Sachen. Grauenvolle Vorstellungen, die man da haben kann, und irgendwie, ja, vorher habe ich jetzt auch nicht an einen Schutzengel oder irgendwie sowas geglaubt. Ich stelle mir das gerade so vor, die Häuser, die ich jetzt gerade mir so durch den Kopf gehen lasse, dritter Stock, da
Das ist schon verdammt hoch, der Stock. Ja, ja, das ist wirklich ziemlich hoch. Unglaublich. Bist du denn bist du ein sehr sportlicher Typ, der sich dann vielleicht intuitiv hat auch gut fallen lassen? Ja, ich bin relativ sportlich. Ich habe auch versucht, mich im Fallen zu drehen. Bin auch glücklicherweise nicht auf dem Rücken aufgekommen. Mhm. Sondern habe mich so gut, wie es ging, halt mit den Händen so abgefangen. Ja, aber dennoch. Aus dem dritten Stock ist das natürlich trotzdem noch, dürfte das nicht reichen eigentlich. Aber du musst doch dann auch einen Schock gehabt haben, als du dann nach oben gegangen bist. Da warst du doch anderer Mensch. Wir haben uns erstmal hingesetzt und überhaupt nichts gesagt. Mhm. Und dann war das so ein ganz, ganz komischer Moment irgendwie, wo wir beide und auf einmal zu 100% unsicher waren, hier ist gerade was Übermenschliches passiert. Mhm. Was Übernatürliches. Was Übernatürliches, mhm. Genau. Und das war schon heftig und irgendwie, ich meine, für mich hat sich mein Leben dadurch total geändert, weil ich... Ja, du sagst, das war im Herbst 2006. Ja. Wie hat sich das Leben verändert? Total, sagst du. Ja, das war einfach, ich bin jetzt Christ. Mhm. Warst du vorher überhaupt nicht? Nee, überhaupt nicht. Wie kam die Entscheidung dann zum Christentum? Du hättest ja auch Moslem oder Buddhist oder so werden können. Ich weiß nicht, das habe ich gespürt für mich. Für mich war das irgendwie... Vielleicht auch, weil es näher lag und dein Kulturkreis ist. Kann sein, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall gehe ich jeden Sonntag zur Kirche und irgendwie, ja, für mich, ich habe ja anfangs auch erklärt, dass es, wie ich damals war und sowas würde ich nie wieder tun. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe einfach auch unglaublich Respekt vor dem Leben eigentlich bekommen. Also was Leben eigentlich bedeutet und wie schnell es doch auch eigentlich vorbei sein könnte, wenn man nicht da noch eine zweite Chance bekommt. Also verstehst du das so, dass du in deinen jungen Jahren von Gott, vom Schicksal, von wem auch immer, einen ganz heftigen Warnschuss bekommen hat, der dich aufgerüttelt hat? Dass du das Leben anders siehst und dass du vielleicht auch anders lebst. Ja, genau so verstehe ich das auch. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist auch so, dass ich zum Beispiel einfach versuche, so gut wie möglich als Mensch zu sein, indem ich beispielsweise Bettlern auf der Straße Geld gebe oder sowas. Also das ist tatsächlich so, dass es schon zu einer finanziellen Belastung eigentlich auch wird, dass ich wirklich, ich kann nicht an einem Menschen, der bettelt, vorbeigehen und ihm nichts geben, weil ich denke, ich habe mein Leben geschenkt bekommen. Mhm. Mit Max bist du weiter eng befreundet? Ja, und zwar so gut wie man sich nur vorstellen kann. Also es ist, und diese Mädel, gibt es das auch immer noch in deinem Leben? Nee, in meinem genauso wenig wie in seinem Leben. Die hat da irgendwie nicht so die große Rolle gespielt. Sie hat sich dann auch relativ fehl am Platz gefühlt. Sie hat das auch nicht so gespürt. Aber ihr beiden habt das gespürt. Ja, wahrscheinlich war das für uns natürlich auch eine heftigere Situation, weil er hätte mich umbringen. Natürlich, ja klar, er war ja unmittelbar daran beteiligt. Hat das denn bei ihm jetzt auch so eine gravierende Folge, dass er jetzt beispielsweise auch Christ geworden ist, wenn das vorher nicht war? Nee, das nicht. Also er ist vorher schon Christ gewesen. Ach so. Mhm. Und aber nicht so ein besonders auslebender Christ. Er hatte erst überlegt, was ganz anderes zu machen, irgendwie was ganz Ausgefallenes. Er hatte ganz am Anfang, die ersten zwei Wochen, hat er sich ganz viel mit Religion beschäftigt und es sind auch so Sachen wie Zeugen Jehovas oder sowas gekommen, was ja auch irgendwo am Christentum, glaube ich, dran liegt, ich bin mir nicht ganz sicher. Es hängt in gewisser Weise daran, ja. Ja, und jedenfalls damit fing das bei ihm an, aber das hat dann ganz schnell wieder aufgehört. Für ihn ist dieser Schutzengel noch mehr irgendwie wichtig als irgendwas, was dahinter steht. Ich meine, er hat ja auch ein ganz großes Glück gehabt. Nämlich dadurch, dass du unverletzt warst und lebst, ist ihm eine Schuld erspart geblieben. Nämlich, dass er für den Tod eines Menschen verantwortlich gewesen wäre. Genau. Ja. Und da geht es ihm also gerade mit dieser Geschichte mit den Bettlern ganz ähnlich, weil wir haben uns auch schon darüber unterhalten und das ist so, es ist wirklich dieses Gefühl, irgendwie, du musst jedem helfen, wo es nur geht. Hat denn dieses Erlebnis jetzt für dich auch, ich weiß, was machst du, bist du noch Schüler im Moment? Ja. Ich mache gerade mein Abitur. Ja, hat das eine Auswirkung auch auf deinen Berufswunsch? Ja. Nämlich, was möchtest du? Ich würde gerne, wenn es dann irgendwie geht, Chirurg werden. Mhm. Weil ich Menschen helfen möchte. Ich möchte versuchen, Leben zu retten. Mhm. Und diese
tiefe Dankbarkeit, die ich verspüre, möchte ich auch anderen Menschen schenken können, wenn das geht. Sehr, sehr beeindruckende Geschichte, Robin. Sehr beeindruckend. Freut mich, dass du durchgekommen bist und freut mich sehr, dass du sie uns erzählt hast hier. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück für dein weiteres Leben. Ich finde auch deine Sendung übrigens sehr, sehr toll. Guck dir auch so oft, wie es geht. Dankeschön. So oft, wie es halt die Uhrzeit zulässt. Ja, es ist sehr spät immer. Genau. Ich wünsche dir viel Glück auch für dein Leben. Alles Gute. Danke. Tschüss. Leonie ist hier. Leonie. Leonie, 59. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Leonie, was hast du erlebt? Ja, am 31. August letzten Jahres war ich mit meinen Kindern bei meinem Mann im Krankenhaus und mein Mann lag im Sterben. Und so gegen 12 Uhr mittags habe ich das Krankenzimmer zusammen mit meiner Tochter verlassen. Wir sind rausgegangen auf den Flur, damit mein Sohn auch mal noch ein bisschen mit seinem Vater alleine sein konnte. Und dann hat eine Krankenschwester gefragt, ob ich, sie hätte noch ein Essen, ob ich das haben möchte. Ich wäre ja schon so lange da. Ja, habe ich dankend angenommen. Sie hat es dann in den Flur da auf den Tisch gestellt. Ich habe mich gesetzt zusammen mit meiner Tochter, habe den Deckel von dem Teller abgenommen. Da lag ein Fischfilet drauf. Dann habe ich angefangen, so 2-3 Bissen zu essen. Und dann war auf dem Flur, kam ein bekanntes Ehepaar. Der war auch Patient da, der Mann. Und ich habe zu meiner Tochter gesagt, ach komm, wir sprechen mal schnell und hören mal schnell, wie es ihm geht. Und habe den Deckel wieder auf den Teller getan und dann haben wir so 3-4 Minuten mit den Leuten gesprochen, sind dann wieder zum Tisch gegangen. Den hatten wir aber die ganze Zeit im Blick, den Tisch, da war also auch keiner dran. Und dann habe ich mich wieder gesetzt, um weiter zu essen, habe den Deckel also wieder abgenommen und da war der Teller also in 2 Teile zerbrochen. Und wir sind uns also total sicher, dass dieser Teller vorher in Ordnung war. Ich habe ja auch drauf geschnitten. Ja. Also es hätte mir ja auffallen müssen. Es war nicht nur ein Riss, sondern er war richtig zerbrochen. Der war richtig auseinandergebrochen. 2 Teile auseinandergebrochen. Und also uns wurde also gleich ganz komisch und mir ist also jeglicher Appetit vergangen. Und wir sind dann also auch wieder ins Krankenzimmer zurückgegangen. Wir hatten so das Gefühl, er wollte uns vielleicht da haben. Wollte er euch da haben? Ja, ich denke. Ist er dann verstorben? Er ist dann um 2 Uhr verstorben. Und dieser Vorfall mit dem Teller war um wie viel Uhr? War so 22:45, 12:30. Ich weiß es nicht so ganz genau. Sehr merkwürdig, ne? Ja. Das sehr merkwürdig. Das fanden wir wirklich sehr merkwürdig. Wenn ich jetzt alleine gewesen wäre, hätte ich gedacht, ja, hast du nicht gesehen. Aber also auch meine Tochter hat den Teller gesehen. Wir waren uns ganz sicher, der war total in Ordnung. Ja, und wenn er auch, wenn vielleicht ein Riss drin gewesen wäre, dann wäre ein Riss drin gewesen, dann bricht er ja nicht so ganz auseinander. Der lag wirklich in 2 Teilen auseinandergebrochen da. Aber der Fisch war noch da. Der Fisch war noch da. Ich glaube ja auch, wenn man in so einer sehr, sehr ernsten Situation ist, da man begleitet jemanden in den Tod, dass man auch sehr besonders empfänglich ist für Zeichen aller Art. Ja. Und dass, wenn einem dann so etwas widerfährt, dass man schon erschüttert darüber ist, weil das einfach irgendwie nicht erklärbar ist. Ja, das war wirklich nicht erklärbar. Es war niemand dran in der Zwischenzeit, das hätten wir gesehen, weil wir ja den Tisch auch im Auge hatten, wir standen ja auf dem Flur, also das war unerklärlich. Also jetzt mal ganz weit interpretiert, würdest du sagen, das war eine Energie, die von deinem sterbenden Mann ausging, die dir sagen wollte, komm zu mir wieder rein. Ja, da bin ich von überzeugt. Also meine Tochter genauso. Hat dir das im Nachhinein ein bisschen Angst gemacht oder fandest du das eigentlich dann auch so gut, wie das so war? Ja, es hat mir keine Angst gemacht. Nein. Liebe Leonie, meine Sendung ist gleich vorbei. Ja. Du hast deine Geschichte erzählt, das freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ja. Dann wünsche ich dir. Ja, es ist schon sehr spät. Dann wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute und eine gute Nacht. Danke ebenso. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Unerklärliche Phänomene in der Technik Malte Imels. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Dann mit einer freien und offenen Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer.
oder ihr mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.